Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Mai 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorff, ich bin eure Astrologin und möchte euch durch die Konstellationen führen. Ja, es ist soweit, ihr Lieben. Ab dem 9. Mai geht der Mondknoten ins Zeichen Löwe und bleibt dort bis November 2018. Das ist wie ein warmer Regen für die Löwegeborenen. Euer Zeichen wird mit einer besonderen kosmischen Energie aufgeladen. Eure Chancen steigen, den Seelenpartner zu finden. Und auch gebundene Löwen können jetzt wichtigen Menschen begegnen, die ihnen die Türen öffnen, auch in geschäftlicher Hinsicht. Mehr dazu später. Jetzt erstmal noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder etwas bei mir zu gewinnen gibt. Und das erfahrt ihr dann am Ende des Videos. Also bleibt dran. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, zu den Planeten, die längerfristig auf euch einwirken. Und da wäre zunächst mal Lilith, ist ja kein Planet, aber ein wichtiger Punkt im Horoskop. Und die steht in einem schönen Aspekt zur Löwesonne. Das ist ein sexy Aspekt, weil sie für euch hier im fünften Haus der Sexualität steht. Und Lilith hat ganz viel damit zu tun, dass man sich befreit und zu seinen wilden inneren Kräften findet. Und das belebt natürlich auch die Sexualität. Und außerdem kann es auch dafür stehen, dass man eine sehr, sehr heiße Affäre anfängt. Fünfte Haus ist ja auch das Haus der Affären. Und der Mars, der steht für euch den ganzen Monat über in einem günstigen Aspekt in den Zwillingen und bildet eben zu Anfang des Monats, so in der ersten Maiwoche, eine Spannung zur Lilith. Und das heißt eben wirklich, dass für euch heiße Begegnungen, heiße Affären in der Luft liegen. Nicht ganz ungefährliche, Mars steht im Haus der Freundschaft, also vielleicht auch eine Affäre mit einem Freund oder mit jemand, der eigentlich mit jemand anders zusammen ist. Aber wie gesagt, es ist heiß. Und das spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 3. Juli und 6. August Geburtstag haben. Dann haben wir den Jupiter, auch im guten Aspekt zur Löwesonne, ist ja der Glücksplanet, steht hier für euch im 3. Haus, begünstigt den Austausch und ihr seid bestimmt im guten Kontakt mit euren Geschwistern, mit Nachbarn, mit Leuten aus eurer Umgebung. Und eigentlich ist das ja der Reiseplanet, aber wenn er hier steht, das sind so die kurzen Reisen und so direkt die direkte Nachbarschaft, das begünstigt dann das Glück, das man eigentlich vor der Haustür findet oder wo man gar nicht weit für weg muss, sondern was sich ergibt, wenn man nur aufmerksam schaut. Und deswegen nicht nur ins Handy gucken, sondern einfach auch mal die Augen offen halten für Begegnungen. Das ist also sehr schön. Und das spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder vom 4. bis 10. August. Und dazu kommt dann in diesem Monat noch ein Trigon, also ein schöner Aspekt von Mars. Vom 7. bis 13. Mai wird das also nochmal besonders angeheizt, jetzt hier durch den Mars, der günstig zu euch steht und natürlich auch Schwung bringt und neue Begegnungen begünstigt. Dann haben wir den wilden Uranus, der steht für euch im 9. Haus schon lange. Das heißt, ihr seid voller guter Ideen, ihr seid sehr inspiriert, auch was eure Zukunft angeht. Das ist ein sehr zukunftsgerichteter Aspekt und diejenigen, die das eben spüren, die denken viel über ihre Zukunft nach und sind auch für neue Ideen, auch technische neue Entwicklungen sehr offen und sehr daran interessiert. Und das spüren in diesem Monat besonders die Geborenen vom 16. bis 21. August. Die kriegen dieses schöne Trigon hier aus dem 9. Haus und machen also eifrig Zukunftspläne. Dann haben wir Saturn, auch im 5. Haus, wo auch die Lilith steht. Aber in der 3. Dekade steht der Saturn. Und das kann auch damit einhergehen, dass man vielleicht nicht so viel Lust auf Sex hat, aber dafür, dass man sehr seriös ist. Und Saturn steht aber immerhin in einem positiven Aspekt zur Löwesonne. Das heißt, das ist eine Manifestationskraft. Also für kreative Löwen kann das auch bedeuten, dass sie sich zwar jetzt anstrengen, dass sie aber wirklich auch was erreichen, dass sie kreative Leistungen vollbringen, die lange Bestand haben. Und das spüren besonders die Geborenen zwischen dem 16. und 22. August. Und der Mondknoten, der läuft ja rückwärts. Das ist der einzige Faktor, der jetzt anders als die Planeten im Uhrzeigersinn durchs Horoskop läuft. Die Planeten laufen ja alle so rum. Mondknoten läuft so rum. Das heißt, der fängt ganz hinten in eurem Zeichen an. Und die ersten, die diese Mondknotenkonstellationen spüren werden, sind daher diejenigen, die zwischen dem 18. und 22. August Geburtstag haben. Und da geht das dann so langsam los, dass ihr vielleicht auch selber von anderen entdeckt werdet als der Seelenpartner. Und für alle Löwen gilt, dass wir ja diesen August, also wenn ihr alle so rund um euren Geburtstag ungefähr
eine Sonnenfinsternis haben werden. Und das bringt für viele Löwen enorme Veränderungen im Leben, die sie aber eben auf ihrem Seelenweg voranbringen. Das habe ich schon ausführlich in der kosmischen Schwingung besprochen, weil die auch schon so ab Mai anfängt zu wirken, diese Sonnenfinsternis. Die betrifft vor allen Dingen die Geburtstagskinder der dritten Dekade Löwe. Das könnt ihr euch ja dann vielleicht nochmal in der kosmischen Schwingung im Jahreshoroskop angucken. Und natürlich werde ich das dann im Augusthoroskop auch nochmal ausführlich erläutern, was da so passieren kann. Damit zu den aktuellen Konstellationen, ausgehend vom Neumond am 26. April. Der steht jetzt im Stier und damit in eurem Karrierehaus hier oben im 10. Haus für die Löwen. Das heißt, ihr könnt im Mai Pläne machen und darüber nachdenken, wie sich eure Ziele und Karriere so entwickeln sollen und können. Das ist auch sehr gut übrigens mit Mondknoten im eigenen Zeichen. Das ist auch gut für berufliche Entwicklung und um in der Karriere voranzukommen. Ja, und dann haben wir am 30. ja den Tanz in den Mai. Und weil die Venus gut zu eurem Zeichen steht und der Mars auch und wir dann noch hier diese aufregende Mars-Lilith-Geschichte haben, ist es für euch bestimmt ein tolles Datum, wo ihr schön feiern könnt. Und vielleicht ist da auch das Video für euch von Interesse, was ich noch dazu gemacht habe. Tanz in den Mai und die Bedeutung mit den alten Göttinnenfesten. Also wen das interessiert, kann sich das ja auch nochmal anschauen. Dann am 1. Mai geht es also los mit der Sonne bei euch im Karrierehaus. Und die Venus wird den ganzen Monat über, wie gesagt, hier oben im 9. Haus der Pläne stehen, aber eben auch sowieso einen guten Aspekt zur Löwesonne bilden. Und diesen schönen Aspekt von Liebesplanet Venus, der verwöhnt als erstes vom 1. bis 10. Mai die Geborenen der ersten Dekade und die zweite Dekade spürt den vor allem vom 10. bis 27. Mai und dann vom 27. Mai bis 5. Juni die dritte Dekade Löwe. Haben also dieses schöne Venus-Trigon, was natürlich auch die Anknüpfung neuer Beziehungen begünstigt und zwar eben auf so eine leichte, harmonische Art. Das ist nicht schwierig und nicht konfliktbeladen für euch. Und auch der Mars steht sehr, sehr günstig zur Löwesonne hier in den Zwillingen. Schöner Aspekt, ist ein Sextilaspekt, das bedeutet, bringt Schwung in Angelegenheiten, schwungvolle Unterstützung. Ja, der Mars da oben, es kann natürlich auch manchmal Konflikte mit Freunden, also vor allen Dingen männlichen Freunden in Freundschaften mit sich bringen, einfach weil es Mars ist und der bringt immer so ein bisschen Reibung mit sich. Aber da er ja nun mal im positiven Aspekt zur Löwesonne steht, ist vielleicht eher so, dass man wirklich Lust und Schwung hat, was zu unternehmen mit den Kumpels oder im Freundeskreis und dadurch dann auch viel erlebt. Und den Mars-Aspekt spüren als erstes die erste Dekade bis zum 7. Mai, die zweite Dekade vom 7. bis 22. Mai und die dritte Dekade dann vom 22. Mai bis zum 5. Juni. Der Merkur steht ebenfalls im Widder, auch gut für euch, begünstigt sehr eure Planungen und wird dann ja am 3. Mai wieder direktläufig abends und das Ganze hier im Superaspekt zu Uranus, das begünstigt eben auch Internetbekanntschaften. Ne? Also wenn ihr auf der Suche seid, dann ist das auch ein guter Monat, um übers Internet jemanden kennenzulernen oder vielleicht auch auf Reisen. Also seid auch ruhig unterwegs, also ihr habt beide Chancen, ne? Sowohl vor der Tür bei euch als auch in der Ferne, es liegen überall Liebeschancen für euch und wenn ihr fest liiert seid, eben auch die Chance, gemeinsam mit dem Partner auf einer Reise oder auf gemeinsamen Unternehmungen schöne Momente zu kreieren, die euch dann wieder miteinander verbinden. Also ich denke, das wird ein super Monat für euch. Dann haben wir einen Top-Tag am 7.5. Das ist der Sonntag, wenn der Mond dann in der Waage steht und hier diese ganzen tollen Konstellationen für euch aktiviert. Mond mit dem Glücksplanet Jupiter aktiviert den Mars, aktiviert die wilde Lilith, also toll für alle Löwen, die gerade eine heiße Affäre am Laufen haben. Und eine Affäre kann ja auch in eine feste Beziehung übergehen, wenn sie denn nicht mit irgendwelchen Schwierigkeiten, weil jemand gebunden ist und so verbunden ist. Das kann bei Lilith natürlich passieren. Da müsst ihr einfach wissen, was ihr tut. Wir sind ja auch alle erwachsen. Ich sag's euch nur. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es für euch so super heikel und schwierig ist, einfach weil es ein guter Aspekt ist. Ein Trigon-Aspekt, da hat man dann eher die Chance, auf harmonische Weise in Kontakt mit diesen wilden Gefühlen zu kommen. Ja, und dann haben wir ja also so vom 8. oder ja 7., 8. bis 11. Geht ja dann der Mars eben in diesen etwas schwierigen Aspekt hier zu Neptun. Und der Neptun, der steht jetzt bei euch im Haus der Ehe, also da ist vielleicht
auch bei euch so ein bisschen die Gefahr gegeben, dass es da zu einer Heimlichkeit kommt. Hier wäre zum Beispiel denkbar, dass jemand aus dem Freundeskreis, also dieser Klassiker, ne, dass man den Ehepartner mit dem besten Freund und so, es ist nicht ganz ausgeschlossen in diesem Monat bei euch, weil ihr auch so eine tolle Ausstrahlung habt. Also achtet da mal drauf, ob ihr das wollt. Denn ehrlich, die Löwen sind ja ein fixes Zeichen und im Grunde mögen die es auch nicht so gerne, wenn sie in so Liebesdesaster verwickelt werden. Und insofern, also hier ein bisschen Vorsicht vor einem Liebesdesaster, bitte. Also wie gesagt, um den 8., 9., 10., 11. rum müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Vielleicht ist es aber auch so, dass hier jemand aus dem Freundeskreis vielleicht gegen den festen Partner redet, ne? Oder dass da ein Konflikt ist. Das gibt es ja auch, dass der feste Partner jemanden nicht mag, mit dem ich befreundet bin. Das ist auch möglich. Aber vielleicht nicht drüber redet, ne? Dass das so ein bisschen hintenrum alles stattfindet. Aber das ist nicht so schlimm, weil ja dieser Aspekt nicht so lange andauert. Nur wenn man da eben jemand Neues kennenlernt, dann kann das vielleicht sein, dass sich herausstellt, dass es dann doch alles nicht so rosig ist. Dann ist aber wiederum halt super, super toll für euch, dass der Mars eben hier auch in diesem tollen Trigon zu Jupiter steht und das Ganze positiv zur Löwesonne. Das lädt euch also enorm auf mit Energie. Ihr seid attraktiv, ihr seid sexy, ihr wollt was erleben, ne? Und dadurch kann es dann eben auch dazu kommen. Vorsicht würde ich einfach sagen vor One-Night-Stands, weil die könnten in einer Enttäuschung enden. Aber sonst sind das Top-Konstellationen für euch. Vor allen Dingen am Freitag, den 12. Das ist ein sehr, sehr schöner Top-Tag. Da aktiviert der Mond hier auch noch euer Affärenhaus mit der Lilith drin und die Venus. Und wir haben Mars-Jupiter-Trigon für euch. Also ist schon eine sehr schöne, sexy Energie für die Löwen. Dann haben wir am 16. Mai den Übergang von Merkur in den Stier. Auch wichtig für euch, weil er dann in euer Karrierehaus läuft. Das ist gut, um beruflich voranzukommen und wichtige Gespräche zu führen. Bildet zwar ein bisschen eine Spannung zur Löwesonne, also man muss sich schon konzentrieren oder man ist auch gefordert, ne? Also es ist jetzt nicht nur bequem, aber man kommt voran mit diesem Aspekt. Das auf jeden Fall. Dann habe ich einen Top-Tag für euch am 18. Witzige Verehrer für Löwe-Damen, ne? Mond im Wassermann und der Wassermann, das sind eben die witzigen, inspirierten und inspirierenden Leute, denen man dann da so begegnen kann. Das ist sehr schön. Und was haben wir noch? Am 19. beginnt ja dann die heiße Phase, wo die Venus eben all diese Aspekte bildet. Die steht ja erstmal super für euch. Es kann also auch sein, dass ihr da jemand Tolles Neues kennenlernt, wenn ihr noch auf der Suche seid. Aber dass es eben auch dazu kommen kann, dass, wie ich es in der kosmischen Schwingung besprochen habe, dass man sich dann in einen Herzensbrecher verliebt aus Versehen. Oder vielleicht lernt ihr auch jemand Sensibles kennen. Und dann seid ihr als Löwefrau vielleicht zu harsch und zu fordernd. Das kann also den Löwefrauen schon auch durchaus passieren, wenn die auch noch viele andere Planeten im Löwen haben. Also wenn ihr jemanden kennenlernt, der euch eigentlich so ein bisschen sensibler vorkommt oder vielleicht im ersten Moment sogar langweilig erscheint, dann seid mal vorsichtig, macht den nicht gleich platt. Das kann sich als was ganz Tolles herausstellen, ne? Also, denn ihr habt, wie gesagt, ja diese tollen Verbindungskonstellationen am Ende des Monats. Also das ist eben, außerdem genau kann es auch noch sein, weil ja der Pluto für euch im Berufshaus steht, was eine etwas anstrengende Phase für viele Löwen ist, weil es eben auch für Schwierigkeiten und Mobbing am Arbeitsplatz stehen kann. Und dann kann es eben auch passieren, dass eine Situation am Arbeitsplatz euch davon abhält, einem Liebeserlebnis weiter zu folgen oder vielleicht auch eine gesundheitliche Situation. Das kann diese Spannung auch bedeuten. Das ist also jetzt alles in dieser heißen Phase, die am 19. anfängt. In der Zeit geht die Sonne ins Zeichen Zwillinge am 20. abends. Das ist wiederum gut für euch. Schöner Aspekt zur Löwesonne, entspannter Aspekt, freundschaftlicher Aspekt. Und bringt also neue Energie in eure Freundschaften rein. Und da findet ja dann am 25. auch der Neumond statt, wo es vielleicht auch um Neuanfänge in Freundschaften geht. Und weil ja hier vorher schon der Mars drin stand und dann eben hier mit Lilith, wer weiß, vielleicht hat sich auch für den einen oder anderen Löwen ergeben, dass man sich in jemanden verliebt hat, mit dem man vorher erstmal nur befreundet war. Und vielleicht gibt es da dann einen Neuanfang. Also darüber werdet ihr dann in den kommenden 4 Wochen dann nachdenken. Genau. Und dann die heiße Phase mit der Venus ist ja noch nicht zu Ende. Die geht ja bis Ende des Monats, wenn nämlich dann eben hier
die Venus mit dem wilden Uranus zusammenläuft. Super Aspekt für euch, sehr prickelnd, steht für sehr prickelnde neue Beziehungen, vielleicht auch für eine prickelnde Reise. Und dann eben hier zum Mondknoten in eurem Zeichen. Sehr spannend, vor allem für die Löwen der dritten Dekade. Das ist eine super tolle Beziehung, die dann vielleicht auch ein Happy End andeutet. Das heißt, selbst wenn es vorher schwierig war oder nicht ganz klar war, es ist ein sehr großes Potenzial da, dass ihr jemanden kennenlernt, mit dem es dann auch wirklich eine seriöse Verbindung wird. Und vielleicht merkt ihr auch, dass das mit dieser Lilith-Geschichte erstmal nichts war und dann kommt vielleicht noch was anderes. Also ihr seid jetzt vom Mondknoten verwöhnt und könnt davon ausgehen, wenn eine Beziehung noch nicht richtig funktionierte, dann kommt noch etwas, was noch besser ist für euch. Na? Und nochmal deutet aber der Saturn hier auch an, dass eben Affären im Freundeskreis eventuell auch durchaus zu Problemen führen können oder eben dann auch auf dem Prüfstand stehen werden. Aber wenn ihr das ernst meint, dann ist es wohl auch richtig für euch. Auf jeden Fall ist der 30. für euch ein Top-Tag hier, wenn der Mond dann eben auch noch in eurem Zeichen steht und dieses Dreieck dann auslöst. Ja, meine Lieben, soweit die Konstellationen im Mai für euch. Wenn ihr eine persönliche Beratung möchtet, weil euch die Geschichte mit der Sonnenfinsternis vielleicht interessiert, wie steht die in eurem Horoskop, was wird die auslösen, bin ich natürlich für euch da und ihr findet alle Informationen rund um meine Beratung bei mir auf meiner Homepage. Und ihr könnt die Beratung dann auch direkt aussuchen und buchen. Dann kriegt ihr von mir eine E-Mail und wir machen einen Termin. Und bei der Verlosung gibt es 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu gewinnen zu einem Thema eurer Wahl. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann postet mir doch einfach eine interessante, nette Nachricht, einen netten Kommentar hier auf YouTube. Und falls noch nicht geschehen, abonniert meinen Kanal, da braucht ihr nur hier hinzuklicken. Und außerdem habe ich im Mai auch noch einen Akademietermin. Am 12. beginnt ein Kurs über die Astrologie der Liebesbeziehungen. Ja, meine Lieben, damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.